Im Clubhaus Falkenhagener Feld wurde die Ausstellung im Auftrag der Staatssicherheit Spione in Spandau eröffnet. Hier werden 5 Menschen vorgestellt, die in Spandau für die Stasi gearbeitet haben. Schülerinnen und Schüler des Seminarkurs Geschichte des Lilli-Braun-Gymnasiums haben sich erneut mit den Aktivitäten der Staatssicherheit in Spandau beschäftigt. In Kooperation mit der Jugendgeschichtswerkstatt Spandau wurden diesmal die Akten zu den geheimen Mitarbeitern der Stasi durchsucht. Mehrere Spandauer Spione wurden dabei erstmalig entdeckt. Ein halbes Jahr lang sichteten die Schülerinnen und Schüler hunderte Seiten der alten Stasi-Akten aus dem Aktenbestand des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Aus diesen Arbeitsergebnissen entstand die Ausstellung. Sie ist bis zum 20.11.2015, montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr im Clubhaus Falkenhagener Feld in der Westerwaldstraße 13 zu sehen. Ich begrüße Sie alle, euch alle ganz herzlich zu der Ausstellungseröffnung heute, unserer zweiten großen Ausstellungseröffnung über die Stasi, die wir hier im Clubhaus in der Westerwaldstraße machen. Aber ich freue mich ganz besonders, dass es, lieber Uwe Hofschlegel, lieber Herr Mayer, Ihnen gelungen ist, gerade junge Menschen mit diesem Thema der nicht so alten Geschichte unserer Stadt in Zusammenhang zu bringen und sie zu motivieren, Forschungsarbeiten. Forschung ist immer etwas, werdet ihr mir bestätigen, die dabei gewesen sind, etwas relativ Trockenes, weil man Akten wälzen muss, weil man Sachen sondieren muss, um dann auch wirklich auf den Punkt nachher zu kommen, was ja nicht so einfach ist und ja nicht so spaßhaft ist, wenn man jetzt draußen in der Welt etwas an Ausgrabungen oder vielleicht auch was finden kann. Denn diese Ausgrabungen sind ja dann doch sehr intensiv und sie sind, wie mir Herr Mayer und Herr Hofschlegel wieder bestätigt haben, sehr sorgfältig gewesen. Also man hat sehr sorgfältig recherchiert, weil es ja doch ein sehr sensibles Thema auch heute noch ist. Wir wissen, und ich darf auch nicht zu viel erzählen immer, muss ja auch immer ein bisschen mich zurücknehmen, dass ja diese Menschen, die ja hier ihre Decknamen nur präsentiert werden, zum Teil noch am Leben sind und sich noch unter uns befinden. Das muss man ja immer sich vor Augen führen und vielleicht der eine oder andere gar nicht weiß, wer sich dann auch im gesellschaftlichen Leben dahinter verbergen könnte. Allen Dingen ist es spannend, weil diese Informationen, die er ausgegraben hat, in der Zukunft erhalten bleiben werden. Ist ja nicht so, als wenn man jetzt mal etwas gelernt hat und dann verschwindet es dann wieder. Dieses wird dokumentiert werden und es ist einmal ans Tageslicht gekommen und wird somit auch in den Geschichtsbüchern des Bezirkes, also auch der Jugendgeschichtswerkstatt, immer Bestand haben. Also es sind Arbeiten, die man nicht nur geschrieben hat, mal niedergelegt hat, sondern dieses wird Bestand haben und vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht, vielleicht noch irgendwann mal Folgeprojekte hervorrufen, um noch intensiver einsteigen zu können oder noch mehr Wissen an das Tageslicht zu bringen, an Informationen, die im Moment noch in den Archiven schlummern.